Lena, wir tauschen dich aus. Was? Wieso? Geschmäcker verändern sich. Oh. Hey! Geiles Shirt. Gegen Ende gibt es ein kleines Update für euch. Oh mein Gott, sie ist schwanger. Ich bin Single. Jemand von euch hat den Vorschlag gemacht, ein Video über peinliche Momente in der Bulimie zu machen. Und ich muss zugeben, als ich das gelesen habe, dachte ich in den ersten 2 Sekunden. Was? Es gab doch keine. Oh nein. Denn es gab einige Momente seit Beginn der Bulimie, die zwar in der Situation alles andere als spaßig waren, aber im Nachhinein gesehen waren sie irgendwie lustig. Das zeigt wieder, es muss nur ein bisschen Zeit vergehen, dann ist alles lustig. Bauernkriege, wie ulkig. Ich weiß nicht mehr, wann was passiert ist. Diese Geschichten sind also nicht chronologisch geordnet. Und ich rede nicht von den Bauernkriegen, ich rede von den Bulimie-Geschichten. Und viele dieser Dinge habe ich noch nie jemandem erzählt. Das heißt, wir werden heute echt real. Wir alle hier in diesem Raum. Schon seltsam, wenn man hinter die Kulissen solcher Videos sieht, nicht wahr? Unsere erste Geschichte ist eine, für die ich mich lange, lange geschämt habe und die in der schlimmsten Phase meiner Bulimie geschah. Ich hatte Mitte des Monats kein Geld mehr, ich habe alles, was ich gegessen habe, wieder hochgewürgt, zumindest habe ich es probiert. Und ich hatte überhaupt keine Hemmschwelle mehr, wann und wo ich mich übergeben habe. Das heißt, es gab überhaupt keinen Safe Space mehr. Zu dieser Zeit habe ich in einem Kino als Billetteurin gearbeitet. Das ist Arbeitsmarktsprache für Kartenabreißerin. Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem das Reinigen der Kinosäle nach den Vorstellungen, was denkbar einfach war. Den Müll wegräumen, zusammenkehren und den Leuten helfen, ihre Plätze zu finden. Die peinliche Geschichte kommt jetzt. Viele, viele Leute kaufen sich Popcorn, Nachos oder andere Snacks und essen diese nicht zur Gänze auf. Oder sie lassen sie überhaupt unangegriffen stehen. Erstens, warum kauft man sich die größte Portion von irgendwas und isst es dann nicht? Mir wäre es um das Geld und das Essen schade und das kommt von mir. Von Miss Bläh. Zweitens war in meinem Kopf die einzig logische Erklärung dafür, das hat eine Magersüchtige gekauft, damit es so aussieht, als ob, und dann hat sie es stehen lassen. Denn wenn man selbst eine Essstörung hat, dann hat jeder eine Essstörung. Auf jeden Fall, wie schon erwähnt, ich hatte kein Geld mehr, doch das stoppt bekanntlich die Gier nach Essen nicht. Was ich also getan habe, ist, dass ich diese ganz oder halbvollen Kinowaren genommen habe und mit großer Vorsicht in meinen Müllsack gestellt habe. Und wehe, einer meiner Kollegen hat meinen Müllsack angegriffen. Die Müllsäcke haben wir dann, wenn wir sie nicht gebraucht haben, in einen kleinen Abstellraum gestellt. Und in diesen bin ich dann auch hineingegangen und habe das Essen aus dem Müll gegessen. Doch hier hört die Geschichte noch nicht auf. Leider. Denn einmal stand ich dort und machte mich gerade über ein volles Nacho-Geschirr her, als die Tür aufging und ein Kollege hereinkam. Es muss ein sehr ansprechendes Bild gewesen sein, denn als die Tür aufging, hatte ich gerade einen Nacho in Käsesoße getunkt und von diesem Corn-Chip tropfte gerade die Käsesoße runter. Er hat nie was gesagt, wir haben davor nie viel miteinander geredet, danach schon gar nicht. Es tut mir leid, mein Auge juckt gerade so. Aua. Ich glaube, ich muss das restliche Video so machen. Nun, entweder dacht ihr, dass ich kein Geld habe oder dass ich sehr gierig oder hungrig bin. Ich weiß es nicht. Ich habe nie mit ihm drüber geredet. Es war auf jeden Fall einer dieser Momente im Leben, wo man sich wünscht, dass man einfach nur unsichtbar werden könnte. Ja. Wenn ich jetzt heule, ist das nicht wegen den Geschichten. Mir ist irgendwas ins Auge geflogen. Meine zweite Geschichte spielt auch im Kino, stellt euch vor. Zu dieser Zeit bin ich nämlich offiziell vegan gewesen. Offiziell. Inoffiziell habe ich aber nach wie vor vegetarisch gelebt, denn nicht nur war es billiger, es gab auch eine größere Auswahl an Lebensmitteln. Oder an Kotzmitteln, um ehrlich zu sein. Es war Mittagspause, ich hatte gerade mein Gehalt bekommen und deswegen musste ich mein Gewicht in Nahrung kaufen. Wer von euch denkt gerade nach, wie viel das bei euch wäre? Jedenfalls hatte ich meinen Rucksack und 2 Plastiksackerl voll eingekauft und war gerade auf dem Weg zurück zur Umkleide, als ich einem Kollegen begegnete. Und dieser konnte ganz eindeutig sehen, dass ich Sachen gekauft habe, die nicht vegan waren. Die hundertprozentig nicht vegan waren. Ich sagte dann recht unglaubwürdig, dass das ist nicht für mich. Und bis heute bin ich mir sicher, dass er es mir nicht geglaubt hat. Auch wenn wir uns gut verstanden haben, aber das war einfach
Es war zu eindeutig. Für wen hätte ich so viel Zeug kaufen sollen? Unsere nächste Geschichte spielt sich außerhalb des Kinos ab, mal zur Abwechslung. Und ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht mehr ganz sicher, wie es dazu kam, aber ich war mitten in der Nacht auf der Straße unterwegs. Entweder habe ich verzweifelt nach kotzbarem Essen gesucht, kotzbar, nicht kostbar, oder ich hatte nicht die Möglichkeit, mich zu Hause zu übergeben. Auf jeden Fall merkte ich, dass ich mich gerade gut übergeben konnte und deswegen habe ich es auch getan. Einfach so. Mitten in der Nacht habe ich auf die Straße gekotzt. Das heißt, in so gut wie jeden Kanaldeckel, den ich gefunden habe. Dumm nur, wenn jemand vorbeikommt. Noch dümmer, wenn diese Personen in einem Auto sitzen und neben einem stehen bleiben. Und noch dümmer, wenn diese Personen Polizisten sind. Ja, als ich sie bemerkte, überkam mich kalte Panik. Ich bin so schnell wie möglich die Gasse entlang, die auch die Gasse war, in der ich damals gewohnt habe. Die Polizei ist neben mir im Schritttempo mitgefahren und als ich dann zur Haustüre reingegangen bin, sind sie weitergefahren. Gott sei Dank. Ich bin mir sicher, sie haben gedacht, dass ich betrunken bin und sie wollten sicher gehen, dass ich nicht umkippe. Und um ehrlich zu sein, war das auch bis heute meine extremste Erfahrung mit der Polizei. Danke für die Fürsorge, Leute. Und keine Sorge, es war kein Alkohol. Es war nur Bulimie. Unsere vorletzte Geschichte spielte sich bei einer Psychologin ab, bei der ich einmal war. Und sie gehört zu den wenigen Fachkräften in diesem Bereich, mit denen ich überhaupt nicht gut arbeiten konnte. Denn nach unserer 50-Minuten-Sitzung hat sie Schluss gemacht. Keine Minute mehr, keine Minute weniger. Ich war meiner Depressionen wegen bei ihr, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mit meiner Essstörung zu kämpfen, was ich aber damals noch keinem erzählt habe. In einer Sitzung näherten wir uns aber dem Thema an. Ich sprach darüber, dass ich mich nicht so gern habe und dass ich mich auch sehr unwohl fühle. Oh mein Gott, fällt das nicht unter die Schweigepflicht? Nein. Ich war die Patientin, das ist schon gut. Als ich also wirklich anfing, darüber zu reden, waren die 50 Minuten schon um. Sie stand auf, sagte noch etwas, ich blieb noch sitzen und beichtete ihr dann, dass ich Bulimie habe. Und wisst ihr, was in der nächsten Stunde passiert ist? Gar nichts, weil ich nicht mehr hingegangen bin. Ich habe dieser Frau gesagt, dass ich Bulimie habe und es ist gut möglich, dass sie die erste Person war, der ich das wirklich ins Gesicht gesagt habe. Und ich habe mich nie wieder gemeldet. Was ist daran peinlich? Nun, ich sah sie Jahre später bei einer Familienaufstellung wieder. Wie das Leben so spielt. Und nein, Familienaufstellung heißt nicht, dass sie mit mir verwandt war. Ihr könnt googeln, was Familienaufstellungen sind, denn ich kann es gerade nicht wirklich erklären. Ich glaube, das sprengt den Rahmen dieses Videos. Diese letzte Geschichte ist die aktuellste, auch wenn sie letztes Jahr passiert ist. Es ist nämlich so, ich muss ständig aufs Klo, ich trinke einfach sehr viel. Aber das ist nicht gut fürs Baby. Ich bin nicht schwanger. Wasser, Tee, Cola. Ich trinke einfach reichlich. Deswegen ist es für meine Kollegen bestimmt auch nicht ungewohnt, wenn ich jetzt dreimal an einen Arbeitstag aufs Klo gehe. Eines Tages habe ich aber etwas Tolles geschafft. Ich nahm am Vorabend Abführmittel. Ich bin sehr früh wach geworden, es hat sich noch immer nichts getan und weil ich gedacht habe, naja, vielleicht habe ich die erste Tablette am Vorabend ausgespieben, habe ich einfach noch eine genommen. Was für ein Fehler. Wenn man zu Hause sitzt und Abführmittel genommen hat, dann ist es schon unangenehm genug, wenn man 10-mal aufs Klo rennen muss. Aber wenn man in der Arbeit mit all seinen Kollegen im selben Raum sitzt und dann 10-mal aufs Klo rennt, dann ist das echt peinlich. Denn es ist nicht nur das aufs Klo rennen, es ist auch der Bauch, der die ganze Zeit diese Geräusche macht. Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Ihr wisst, wovon ich rede. Und diese Geräusche sind alles andere als unauffällig. Und bei meinem Glück haben meine Kollegen nicht nur die Geräusche vernommen, sondern auch die, die ich am Klo gemacht habe. Denn seien wir mal ehrlich, wenn man Abführmittel nimmt, dann macht man Geräusche. Und um ganz direkt zu sein, ich kam mir vor wie ein Furz auf zwei Beinen. Ich musste echt aufpassen, wie ich mich bewege, damit ich keine falschen Töne von mir gebe. Oh Gott. Jetzt weine ich schon wieder, aber dieses Mal voll lachen. Also zumindest war mir dieses Erlebnis eine Lehre. Ich habe danach nie wieder so viele Abführmittel hintereinander genommen. Nie wieder. Sorry. Ein Furz auf zwei Beinen. Stellt euch das mal vor. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob es zu viel verlangt ist, wenn ihr eure peinlichen Geschichten hier erzählt. Ich habe auch nicht alle hier reingenommen. Die noch übrig sind, schmeiße ich einfach ins nächste Kommentarvideo. Und wie gesagt, es gibt eine kleine Veränderung hier.
Nein, es ist nicht mein Haarschnitt, es ist die Videobeschreibung. Seit meinem letzten Video findet ihr dort zwei neue Links. Einen speziell für Deutschland, in dem sehr detailliert Einrichtungen und Adressen angegeben sind. Und einen Link für Österreich, Deutsch und die Schweiz. Und einen Link für Österreich, die Schweiz und Deutschland, in dem auch verschiedene Links für Anlaufstellen angeführt sind. So als kleine Hilfestellung, wenn ihr gerade in der Essstörung drinsteckt und nicht wisst, wohin ihr euch wenden sollt. Ich hoffe, es hilft euch und ich hoffe, der Link für Deutschland ist recht informativ. Ich habe diesen Link, nämlich vom Bundesfachverband Essstörungen in Deutschland, die mir eine sehr nette Antwort auf meine Mail geschrieben haben. Danke dafür. Wir sehen uns Montag im Kommentarvideo wieder. Macht bis dahin keine peinlichen Sachen. Und wenn doch, dann erzählt sie der komischen Bulimie-Tante aus dem Internet, damit sie ihre Videos füllen kann. Danke. Passt auf euch auf, cooler Abschiedsgruß. Baby, I know. Und einen Link für die Österreich... für die Österreich? Nur, dass ihr es wisst, das ist keine Käsesoße, das ist Joghurt. Und mein Gott, das schmeckt furchtbar. Ja, die Polizisten haben Sonnenbrillen getragen, weil... Also wissen Sie, ich weiß gar nicht, wo ich falsch abgebogen bin im Leben. Irgendwie bin ich auf YouTube gelandet. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wollen die Leute abonnieren oder wollen sie nicht abonnieren? Hast du mich gerne oder hast du mich nicht gerne? Ich mache mir so viele Gedanken deswegen. Es ist furchtbar. Ich schaffe hier nur einen Blödsinn dahin, damit es im Schnitt nicht so doof aussieht, wenn ich nur die Lippen bewege, denn es sieht doof aus. Hallo, sexy.